Ja, hallo, ihr seid auf meinem Handarbeitskanal gelandet, auf verstrickten Lebensabend. Ich komme aus Österreich, aus Wiener Neustadt, das ist in der Nähe von Wien, so circa eine halbe Stunde Autofahrt, und heiße Dagmar, bin schon etwas älter. Ich gehöre nicht mehr zu der jungen Generation, daher der Lebensabend, und ich habe meine Weihnachtsgeschenke fertig, und bevor ich die alle verschenke und dann sind sie weg, kann ich nichts mehr zeigen und habe keine Erinnerung mehr daran. Ja, ich könnte Foto machen, aber beim Foto machen bin ich ein bisschen nachlässig und schlampig. Und ja, dann fangen wir mal an. Ich habe eine Decke gemacht für meine Mutter. Die ist riesengroß, ich weiß nicht, wie ich das zeigen soll. Sie ist, Moment, verkehrt, so ist richtig. Sie ist die Great American Aran Afghan Decke. Und ich zeige einmal so einzelne Quadrate. Das ist das. Das Muster. Das ist also ganz schwierig zu zeigen. Dann das zweite Segment. Sind alles Zopfmuster und also mein Lieblingsquadrat ist ja das in der Mitte mit dem Bulli drauf. Das finde ich total entzückend. Ja. Und das ist Glaube, Liebe, Hoffnung, das rechts, also von euch links, und auch wieder Zöpfe. Dann haben wir da unten in der Mitte der Lebensbaum und auch wieder verschiedene Muster und Zöpfe. Also sie ist schon sehr groß. Ich kann sie als ein Ganzer kann ich sie nicht in die Kamera halten. Das geht gar nicht. Ja, es hat auch eine Weile gedauert, bis ich die fertig gestrickt habe. Da war ich auch nicht in 2 Tage fertig. Das hat schon so ein paar Wochen gedauert. Obwohl die Quadrate sind relativ schnell gestrickt, weil die Wolle ja dick ist. Gestrickt habe ich die Wolle aus Extra Merino Big. Das ist eine 100%ige Schurwolle, Superwash, aus Schachmeier. In einem Naturton. Anleitung ist aus dem Buch The Great American Aran Afghan. Es ist auf Englisch. Und ja, hier hinten ist auch noch die Decke gebildet. Und hier sind einzelne Quadrate aus verschiedenen Designern. Ja, mit englischer Anleitung, schriftlich. Und man sieht, ich habe da, also da in der Mitte ist noch einmal die Decke abgebildet. Und ich habe überall so mit Post-its gearbeitet. Ich habe mir die verschiedenen englischen Begriffe aufgeschrieben, habe sie übersetzt, weil ich kann nicht wirklich so gut Englisch. Dann haben wir gedacht, das kann ja kein Problem sein, diese Decke kannst du ja locker stricken, ja. Mhm. Es hat aber schon gedauert. Und ich habe auch so meine Schwierigkeiten gehabt, aber ja, Internet hilft weiter. Es ist also mein erstes Geschenk an meine Mutti. Dann habe ich gemacht ein Tuch.
und so einen Schal. Verkehrt, so ist richtig. Der ist auch ziemlich lang geworden. Und das Tuch habe ich gestrickt aus der Drops Baby Alpaka Silk. Das ist 70% Alpaka und 30% Seide aus den Farben Natur. Das ist das fast Weiße. Dann Hellrosa. Das Blau-Lila. Das ist das. Und Erika. Farben. Das Tuch wird in der Breite gestrickt, also hast viele, viele Maschen auf der Nadel und wird dann hochgestrickt. Also dafür ist es nicht sehr, sehr viel zum Hochstricken. Und das Tuch ist aus dem Tücher schnell gestrickt, to go, aus dem kleinen Büchlein. Da sind, finde ich, ganz tolle Tücher drinnen. Und das Tuch heißt Soft Waves. Und da hast du das, da ist das Tuch abgebildet. Und eben aus Baby Alpaka Silk. Ja. Das hat sich schön stricken lassen, war eigentlich ein tolles so nebenher stricken. Die Mütze ist kein wirklich schwieriges Muster. Und so mit einer Rundstrickung 3,5 ist die Nadelstärke, mit der ich es gestrickt habe. Ich stricke auch mit 3,5 am allerliebsten. Die Decke habe ich mit einer 5er Nadel gestrickt. Die Wolle ist etwas dicker. Noch einmal würde ich bei der Decke diese Wolle nicht verwenden, weil sie wird schon relativ schwer. Sicher, man kann es waschen, aber sie ist halt schon sehr schwer. So. Das dritte Geschenk ist der Herr der Ringe-Schal in Double Face. Einer Seite schwarz, auf der anderen Seite rot. Mit der elbischen Schrift. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Ja? Den habe ich gestrickt aus Alpaka, aus 100% Alpaka in der Farbe Schwarz, das ist die Farbe 500, und die Farbe Rot ist RJ2055. Ja. Es ist insofern anstrengend, weil man eben jede Reihe auf die Strickschrift schauen muss, weil sich bei jeder Reihe, Hinreihe und Rückreihe, eben dieser Schriftzug verändert. Also das ist kein Projekt zum Nebenherstricken. Das ist, und er ist auch ganz schön lang geworden. Sehr weich, angenehm. Ich hoffe, der gefällt. Aber es ist ein schönes Projekt gewesen. So, dann habe ich, Moment, ich muss mal meine Shownotes da, was ich mir notiert habe, umblättern. Ah ja, das Schlauchdingens gestrickt. Schlauchdingens kennt, glaube ich, auch jeder. Ich habe Perlen eingestrickt, ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Ich glaube, es sind Perlen drinnen. Aus einer total weichen Wolle. Also, das ist Kaschmir
Seide und Polyamid-Gemisch. Ich kann nur nicht sagen, was das für Wolle ist. Die habe ich aus China. Da sind nur chinesische Zeichen oben. Kann ich auch nicht lesen, die Lauflänge. Keine Ahnung. Es ist aber wunderbar, greift sich wunderbar an. Auch mit 3,5 gestrickt. Dazu passend habe ich eine Mütze gestrickt. Die Wurmmütze. Auch die haben Perlen, wie man die erkennen kann, mit Perlen. Und mit einem Links-Rechts-Bündchen zum Aufschlagen, damit es bei den Ohren doppelt ist, damit es wärmer ist. Und Uhrmütze findet man auch im Netz, die Anleitung, gratis. Dazu passend habe ich Socken gestrickt. Im Muster von Muschelreigen von der Sylvie Rasch. Ganz normal, Bündchen, zwei links, zwei rechts, Käppchenferse und Bandspitze in Größe 41. Und dann hatte ich noch Wolle über, habe ich noch Handschuhe dazu gestrickt. Marktfrauenhandschuhe. Hier sieht man die freien Finger und dazu ein Käppchen, das man da aufmachen kann, einen Knopf und drüber ziehen. Somit sind es Fäustlinge. Aber die Beschenkte ist eine Raucherin und wird eben das Käppchen aufmachen. Ja, der Daumen ist zu. Marktfrauenhandschuhe, die Anleitung habe ich aus dem Netz raus. Habe ganz normale Marktfrauenhandschuhe eben gestrickt und habe nur die Maschen da aufgenommen. Da wieder aufgenommen und habe so wie die Bändchenspitze noch ein Strick dran gestrickt. Unten ein bisschen. Zwei glatt, zwei rechts. Eine Schlinge oben dran, dass man das dann zuknöpfen kann. Knöpfchen angenäht. Ein kleines Holzherzel. Dann habe ich ein Sternkissen gemacht. Wie kann es anders sein? Ne? Das ist mein Sternkissen. In der Mitte habe ich einen Knopf genäht, einen Holzknopf, ein Blümchen und auf der anderen Seite auch. Das ist mein erstes Sternkissen. Ja, hat sich schön stricken lassen. Kann verstehen, so die Angie schon. Das weiß ich nicht, wie viel das Sternkissen strickt. Gestrickt habe ich es aus der Online-Supersocke, vierfach. Das ist 55 Wolle und 25 Polyamid und 20 Seide. Anleitung, wie es mal gibt es gratis im Netz. Ist kuschelweich, ganz angenehm. Ich hoffe, die Beschenkte freut sich. Farbmäßig müsste es ins Wohnzimmer auf die Couch passen. Na? Und nun kommen wir zu weiteren Socken. Ein Korb Socken. So, ich habe bei Socks in the Box mitgemacht, bei der Sonja, und habe
Socken gestrickt. Jede Menge. Ganz kurz nur, weil Socken kann ich nicht so, brauche ich nicht so, so lange erklären. Das ist Socke mit Minecraft-Muster. Eine verstärkte Käppchenferse und Bandspitze. Ganz normal. In Größe 38 ist das, Größe 38 aus Wollmeise. Ist grün, so grün. Ja. Dann habe ich in Größe 39 gestrickt, die Socke aus Monis Farbenwaren, handgefärbte Socke ist das. Das war aus Merino Fein 75% und 25% Polyamid. Ja. Und das Sockenmuster heißt Netzwerk. Von der Sylvie Rasch. Auch Käppchenferse, verstärkte und Bändchenspitze. Sind kuschelweich. Dann Socke Nummer 3 ist Größe 41, Minecraft-Muster, versteckte Käppchenferse, Bändchenspitze und auch aus Wollmeise. Und die Wolle heißt Birkenrinde aus Twin 80 Wolle und 20 Polyamid. Das war Nummer 3. Nummer 4 war rot, die rote Socke. Und zwar aus vierfach Sockenwolle Fabel Drops in Unirot. Und die Anleitung war von Taiman Socks von Kuschelfein Maschendesign. War die Anleitung. Die ist also eh so ähnlich, nur mit größeren Karo. Auch verstärkte Köpfchenferse, Bändchenspitze. Ganz normal. Dann die nächsten Socken waren aus Fabel Drops Red Chili. Auch Minecraft. Ich weiß, es hat mir gut gefallen, das Muster. Darum habe ich es bei vielen Socken gestrickt. Ja, auch versteckte Fersenwand und Bandspitze. Und das ist Größe 39. Auch hier zusammengebunden, Knöpfchen drauf mit einem Schleifchen, mit Namen versehen. Goodies. Dann habe ich noch blau gemustert aus Regia Perfekt in Größe 39. Auch Minecraft. Wie kann es anders sein, Minecraft? Ich finde, die sind auch sehr schön geworden. Auch ganz genau wie die anderen vorher. Dann habe ich Größe 39. Die Anleitung, das waren die Haus Targaryen Socks. Auch aus Fabel Drops. Und die Farbe heißt Tiefer Ozean.
dann kommt Salz und Pfeffer, Drops heißt die Farbe. Und ist Größe 39. Ganz normal. Stinos. Dann gibt es das ist Baumwolle aus der Ferner Lungauer Sockenwolle, Vierfach Sockenwolle in Größe 38. Schon super elastisch, greifen sich gut an, sind weich, sind sehr nett, finde ich. So, dann habe ich noch das letzte Paar Socken. Ganz normales Dinos ohne Muster. Und ich glaube, die Wolle war eine Regia Perfekt. Nein, nur eine Regia-Wolle, nicht Regia-Perfekt, nur eine Regia-Wolle. Da habe ich keine Banderole mehr. Die ist dem Hund zum Opfer gefallen. Der liebt Papier. Das macht ein ganz kleines Stückchen. Da muss ich immer aufpassen, dass nichts runterfällt. Ja, in Arbeit. Achso, ja, dann habe ich noch eine Haube. Die ist total weich. Das ist 100% Kaschmir in dunkelblau und das in beige, das ist ein Hebemaschenmuster, ganz einfach. Die Besonderheit ist, dass sie oben wird sie gehäkelt mit einem Fadenring, wird sie angehäkelt, das wird eine Runde gemacht und dann wird weiter gestrickt. Hat eine gute Passform. Und ist angenehm zum Stricken. Die Anleitung ist eine kostenlose Anleitung bei Susis Masche. Da habe ich mir die runtergeladen. Dazu gibt es Handschuhe. Die sind in Arbeit. Einer ist schon fertig. Die sind mir zu groß. Sind ein Herrenhandschuhe. Ja. Und die Anleitung ist, Moment, Twin Only Mittens. Von Low Light. Ich kann es nicht aussprechen. Ja, Low Light. Ja. Ist. Ja, so ein. Ich verwebe jede Masche. Ich mag das nicht, wenn das so große Spannfäden hat. Überhaupt bei Handschuhen, wenn man dann so reinfährt, muss man nicht mit den Fingern hängen bleiben. Ja. Und ich stricke es auf einem Nadelspiel. Beim zweiten bin ich jetzt gerade oben bei der Abnahme, bei der Bändchenspitze. Es wird wie eine Bändchenspitze abgenommen und der Daumen ist stillgelegt. Ich stricke es nicht mit zwei Händen, ich stricke es auf dem Fingerhut. Ich komme mit dem super zurecht. Wenn ich es bei beidhändig stricke, habe ich auf der rechten Seite die Fadenspannung zu fest. Also mit dem geht das nicht gut. Und die Wolle, habe ich eh schon gesagt, ist 100% Kaschmir. In beige und in dunkelblau. Ja. Dann habe ich noch in Arbeit meine selbstgenähte Projekttasche. Die ist, kann man zumachen mit so Druckknöpfe. Kein Snaps. Und ist gefüttert. Und das ist mein So Faded. Man sieht, die Ärmel habe ich stillgelegt. Ich bin herunten beim
vorletzten Teil. Es wird bei mir kommen 4 Farben. Ich stricke das in 4 Farben. Das lässt sich schön stricken, so neben dem Fernsehen. Das ist ein super Projekt. Ja. Schauen wir mal, wie es passt dann, wie der Pulli dann passt. Die Farben sind von meisten von Monis Farbenwahn. Das war die erste Farbe. Monis Farbenwahn. Alles Sockenwolle. Ja. Fein Merino Socks oder ja. Die Moni färbt mit Säurefarben. Ich mag es sehr gerne bei ihr kaufen. Die zweite Farbe war die. Sie hat halt keinen Namen, weil es immer wieder frisch färbt. Es sind immer Überraschungen. Die zweite. Das ist die dritte Farbe jetzt. Die kommt. Und die letzte Farbe wird so rosa sein. Diese Wolle ist dann Baby Merino von Pascali und gefärbt hat es die Monika-Teile, also Monis Farben waren. Das ist immer eine Verkaufsgruppe bei Facebook in echter Wolle. Kann man da einkaufen. Und zu guter Letzt möchte ich gerne das Tuch, was man da hinten sieht, spenden. Der Ronny hat ja aufgerufen zu einer Spendensammlung. In der Schule macht er so einen Basar für ein Hospiz. Und das ist fertig geworden, ist nur ein bisschen feucht. Ich habe es gerade geblockt. Double Face. Man möchte meinen, ich stricke gerne Double Face, aber nein, hat sich so ergeben, ich stricke so alles quer durch die Bahn. Und das ist aus Polyamid gestrickt, ja, Polyamid kann man schön waschen. Und den Rand, weil ich den nicht so schön hingekriegt habe, wie beim Herr der Ringe, da war ich schon, da ist es besser geglückt, dieser Rand, habe ich mit einer Fransenwolle umhäkelt. Es ist ein großes Tuch und ich hoffe, er wird dafür ein paar Euro kriegen für den Basar. Ich werde ihn dann noch anschreiben um die Adresse, dass ich ihm das Tuch schicken kann. Ja, soweit sind wir jetzt durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich dann auf ein nächstes Video. Ich habe noch ganz viel zu zeigen und wünsche euch einen schönen Tag.